Die Roadmap zu Season 2 ist endlich draußen und Zombie-Spieler werden auf jeden Fall enttäuscht sein, denn was ich euch jetzt sagen muss, das wird auf jeden Fall den ganzen Hype aus dieser Season nehmen, denn wir schauen einmal direkt auf den Zombie-Content und wir sehen, wir werden als erstes eine neue Story-Mission bekommen, also neue Akt-Mission. Jedoch seht ihr hier, hier steht New Story Missions in Season, das heißt, wir werden das Ganze erst im Mid-Season-Update von Season 2 bekommen. Zusätzlich werden wir neue Dark Aether Rifts bekommen und wir sehen hier, es sieht so ein bisschen aus wie ein Bereich von Vondel, könnte das sein, oder auf jeden Fall ein Bereich, der mich an DMZ erinnert. Also hier wird es einen neuen Bereich im Dark Aether geben, jedoch auch in der Season, also auch im Mid-Season-Update. Und ja, ich glaube, ihr merkt schon, was das Problem ist. Als nächstes bekommen wir neue Schematics und hier sehen wir schon das, den Schlüssel für das Dunkel-Aether-Bike. Jedoch steht hier auch in der Season, also nicht direkt zum Start. Und zu guter Letzt New Warlord Karas, den ich auch schon in meinen Videos angekündigt habe, jedoch auch in der Season. Und somit ist der ganze Content, den wir für den Zombie-Modus bekommen, im Mid-Season-Update. Und das letzte Mid-Season-Update war ja schon nur mit Dockerbie. Das heißt, contentmäßig ist das ein extremes Problem. Wir haben keine Exfil-Streaks bis jetzt. Es kann noch sein, dass wir vielleicht im Blogpost mit irgendwas überrascht werden. Wir haben keine neuen Story-Missionen bis jetzt. Also es ist wirklich, es sollte eigentlich eine Zombie-Season sein. Jedoch werden wir als Zombie-Spieler getrollt mit diesem Update. Denn diese Sachen kommen erst mitten in der Season. Das heißt, mindestens noch einen Monat oder zwei, drei Wochen warten. Es kann natürlich sein, dass es auch vor dem Mid-Season-Update kommt. Aber meistens heißt in der Season erst so um die Mid-Season rum, was ein riesen Problem ist. Aber wir werden uns das Ganze noch genauer im Blogpost anschauen. Ich gehe noch einmal ganz kurz auf den weiteren Content an. Einmal auf die Modern Warfare Seite. Hier werden wir neue Maps bekommen. Einmal Stash House 6 gegen 6, Vista 6 gegen 6, die Patches 6 gegen 6. Also es sind drei neue Multiplayer-Maps, die direkt zum Start kommen. Also nichts in der Season. Wir werden das Haus remastered bekommen in einer, ich sag mal, High-Rise-Variante, was sehr, sehr cool ist. Dann werden wir noch Skid Grown bekommen, eine Variante von Skid Row. Dann wird es noch Airbound geben, eine Variante von Terminal, also auch so eine Overgrown-Variante. Und hier habe ich es noch nicht genannt, der War-Mode, der wird natürlich auch kommen, der Kriegsmodus aus World at War. Also wir werden hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 beziehungsweise 7 Maps bekommen. Natürlich sind manche nur Remasters oder Varianten, aber trotzdem extrem viel Content für den Multiplayer. Wir werden auch Team Gun Game bekommen, Bounty, Hotpoint, das soll dieser neue Zombie-Modus sein und ja, es wird auch kein Zombie-Content, es wird Zombies im Multiplayer sein. Es werden also schon Zombies auf den Multiplayer-Karten sein, aber es wird kein Modus für den Zombie-Modus sein, so wie es aussieht, was extrem schade ist. Dann wird es noch Snipers Only und Jugger Mosh LTM geben, das heißt wirklich nur Content für den Multiplayer und selbst Fortune's Keep, welches für Warzone kommt, kommt nur für Warzone und dieser kleine Zombie-Schnipsel, den man im Trailer gesehen hat, der wird nur eine Weekly Task sein. Das wird also ein Auftrag sein, bei dem man einen Elite-Zombie auf der Warzone-Map dann eliminieren muss, um dann Belohnung zu bekommen. Also es wird kein richtiger Zombie-Modus sein oder beziehungsweise wir werden nicht auf Fortune's Keep Zombie spielen können, sondern nur einen Elite-Target haben, was extrem schade ist und wo sie extrem viel Potenzial nehmen. Also das ist wirklich ein kompletter Tritt in die Fresse für die Zombie-Community. Es wird auch noch Zombie-Power-Ups. Die reden ja überall von Zombie. Aber für den eigentlichen Zombie-Modus bekommen wir nichts an Content. Sie machen hier Zombie-Marketing, eine Walking Dead-Season und alles bekommt Content, nur der Zombie-Modus nicht. Das ist wirklich bodenlos. Schreibt mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich bin wirklich ein bisschen salty
gerade, weil ich das gerade sehe und ich war eigentlich so hyped auf die neue Season und jetzt kann ich eigentlich komplett vergessen. Aber ansonsten schauen wir uns noch das an, was zumindest ein bisschen für den Zombie-Modus ist, und zwar neue Waffen. Wir werden die BP50, also eine F2000-Variante, in dem Battle Pass bekommen. Wir werden dann noch eine RAM 9, also eine weitere RAM, beziehungsweise es sieht mir eher aus wie eine TAR, eine M-TAR. Diese werden wir auch im Battle Pass bekommen und wir werden noch ein neues Kampfgewehr oder DMR bekommen. Zusätzlich gibt es eine neue Nahkampfwaffe in der Season, Soul Render, also ein Schwert. Dann wird es noch ein neues Event geben, und zwar Horde Hunt Event. Keine Ahnung, ob das was mit dem Zombie-Modus zu tun hat. Jetzt habe ich wirklich jede Hoffnung verloren. Sehr wahrscheinlich auch wieder Multiplayer-Event, wo sie trotzdem Zombie-Content nehmen und den dann nochmal in den Multiplayer packen. So macht es den Anschein. Und ansonsten werden wir natürlich noch die Walking Dead Charakter bekommen. Wir werden einmal Rick Grimes bekommen und Michonne. Wir bekommen leider kein Negan. Und dann wird es natürlich noch weitere Operator-Bundle geben. Aber overall sieht das wirklich sehr belastend aus für den Zombie-Modus. Aber wir gehen nochmal in den Blogpost. So, schauen wir uns zuerst mal den Modus Hardpoint an, weil hier haben wir wirklich mal Zombies im Multiplayer. Jedoch nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben in Form eines Ansturmmodis. Nein, wir werden hier wirklich einen Multiplayer-Modus bekommen. Wir schauen uns das Ganze mal an. Okay, also, dieser Modus wird folgendermaßen funktionieren. Wir haben hier eine Art Objective wie Hardpoint, also wir müssen eine Stellung sichern und wir werden hier von feindlichen Operatoren und von den Zombies angegriffen, und die Zombies unterscheiden natürlich nicht, welches Team, sie gehören also keinem Team zu, und wir müssen, wie gesagt, eine Stellung halten. Und hierbei ist das Interessante, dass 5 Zombie-Kills auch einem Operator-Kill entsprechen, und somit kann man seine Killstreaks auch erreichen, nur wenn man Zombie-Kills macht. Zusätzlich besteht auch eine Chance, eine Pack-a-Punch-Waffe gedroppt zu bekommen, sowie Zombie-Power-Ups, Max-Ammo, Insta-Kill und ein weiteres, was hier nicht genannt wird. Diese können wir auch durch das Killen von Zombies bekommen. Zu diesem Spielmodus wird es auch noch ein Event geben, und dieser ganze Modus ist zeitlich begrenzt. Also das ist wirklich der einzige Content, den wir für den Zombie-Modus mehr oder weniger sehen, der aber leider nur im Multiplayer stattfindet. Jedoch haben wir hier Zombies und Power-Ups und Pack-a-Punch-Waffen, was mich auf jeden Fall ein bisschen positiv stimmt, mal wieder in den Multiplayer reinzugehen. Jedoch, wie gesagt, es ist nicht ein Zombie-Modus, es ist wirklich Multiplayer, den wir da spielen, also auch gegen andere Spieler. Schauen wir uns jetzt den Zombie-Content für Season 2 an, und hier muss noch gesagt sein, das Ganze werden wir erst zu Mitte der Season spielen können. Das wird sehr wahrscheinlich erst beim Mid-Season-Update freigeschaltet, und das Erste, was wir bekommen, sind natürlich neue Aktmissionen, und hierbei sind wir im Dunkeläther. Hierbei schreiben sie nur, dass wir hier versuchen müssen, aus dem Dunkeläther rauszukommen, bevor es zu spät ist. Also es wird wieder im Dunkeläther stattfinden. Des Weiteren wird es auch einen neuen Riss geben, und es sieht mir sehr nach Vondel aus oder irgendeinem Teil von Al-Mazra. Ich erinnere mich auf jeden Fall an DMZ. Das ist ein Teil des Dunkeläthers. Es wird sehr wahrscheinlich also wieder eine recycelte Map sein, die im Dunkeläther stattfindet, die aber auch wieder über ein gewisses Easter Egg freigeschaltet werden muss. Hierbei schreiben sie auf jeden Fall, dass es ein Labyrinth ist und dass es ein wenig verwirrend ist hier in diesem Bereich. Und hier werden wieder Aufträge sein, die wir absolvieren müssen, um dann sehr wahrscheinlich Baupläne zu extrahieren. Diese Baupläne werden sehr wahrscheinlich hier einmal die VRL-Wunderwaffe sein. Wir werden Max of Holding bekommen, eine neue Art von Magazinerweiterung. Und wir werden den Bloodburner Key, also den Schlüssel für das Dark Aether Byte bekommen, was wir dann auch als Bauplan bekommen. Bei der V11 und bei dem Bloodburner Key wissen wir ja schon, was es ist. Die Max of Holding, das wird im Prinzip ähnlich sein wie so eine goldene Plattenweste, dass ihr automatisch Munition aus eurem Stock sozusagen benutzen könnt, dass ihr nahezu unendlich Munition habt, beziehungsweise ihr nicht mehr nachladen müsst. Ich denke, es funktioniert so ähnlich wie Mule
Dropkick auf Stufe 5 aus Cold War, dass es automatisch aus eurem Munitionsvorrat dann wieder Kugeln in euer Magazin packt, aber dass ihr nicht durchgängig schießen könnt, sondern dass ihr vielleicht immer so ein bisschen langsamer schießen müsst. So könnte ich mir das vorstellen. Zu guter Letzt werden wir dann noch einen neuen Warlord bekommen, und zwar die Kriegsherrin Kerres. Leider, wie gesagt, ein Warlord und jetzt nicht irgendwie ein Zombie-Gegner. Das wäre wesentlich cooler als jetzt so ein Warlord, weil ich meine, wir haben jetzt schon Dockerbie bekommen und wirklich spektakulär war das nicht. Dieser Kriegsherr wird im Killhouse der Orlov Military Base sein Zuhause finden, und es wird wieder sehr wahrscheinlich so sein, dass immer nur ein Kriegsherr auf der Map ist, was auch ein bisschen schade ist, da man, wie gesagt, dann nicht irgendwie mehrere Kriegsherren in einer Runde jagen kann. Ja, Leute, und das war's schon mit dem Zombie-Content. Also es ist wirklich extrem, extrem wenig Content. Keine Exfil-Streaks, keine sonstigen Änderungen, kein Lager, nicht wirklich viel Informationen zu den Aktmissionen. Also es werden auch nicht viel sein. Selbst wenn dann Season 2 Reloaded stattfindet, werden wir nicht wirklich viel Content haben, was extrem, extrem frustrierend ist. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich bin auf jeden Fall ein bisschen enttäuscht von dem Ganzen, wie ihr, glaube ich, merken könnt. Das war's von mir, Leute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.